Christen in Pakistan hungern wegen der Corona-Pandemie. Darauf hat die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte hingewiesen. 2% der über 216 Millionen Einwohnern Pakistans sind christlichen Glaubens, etwa 95% sind muslimisch. Durch die Corona-bedingten Beschränkungen des öffentlichen Lebens hätten viele Christen ihre Arbeit verloren, erklärte die Organisation auf ihrer Internetseite. Viele von ihnen lebten unterhalb der Armutsgrenze. Oft müssten sie hungern. Auch bei der Vergabe von Hilfsgütern würden die Christen gegenüber Muslimen benachteiligt. Laut einem Bericht der pakistanischen Menschenrechtsorganisation The Voice Society versuchten einige muslimische Organisationen, die Notlage der Christen auszunutzen. Sie versprechen ihnen ausreichende Versorgung mit Lebensmitteln, im Gegenzug müssten die Christen aber zum Islam konvertieren. Weil die Verzweiflung der Menschen inzwischen so groß sei, sähen Eltern teilweise keine andere Möglichkeit mehr, als auf das Angebot einzugehen und ihre Kinder zum Islam übertreten zu lassen. Um die Not zu lindern, unterstützt die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte ein Hilfsprojekt zur Verteilung von Lebensmitteln an Christen in Pakistan. Die internationale Gemeinschaft sei aufgefordert, die Benachteiligung der Christen in dem muslimischen Land zu verurteilen. Der schöne Schein trügt. Das südostasiatische Land Laos steht auf Platz 20 des Weltverfolgungsindex. Christen werden dort systematisch unterdrückt. Nang Tutka, die Tochter des staatlich verfolgten Pfarrers Baunteung Phetsomphone, sitzt seit rund 7 Monaten im Gefängnis. Die kommunistische Regierung nutzte die junge Frau als Geisel, um Druck auf den einflussreichen Vater auszuüben, meint der Gründer des Missionswerkes Vision Beyond Borders, Patrick Klein. Tutka hatte ihren ehemaligen Arbeitgeber getötet, als dieser versuchte, die junge Christin zu vergewaltigen. Er zog sie auf die Toilette, setzte ein Messer an ihren Hals und drohte sie zu vergewaltigen. Dieses Mädchen ist 1,57 und wiegt 60 Kilo. Ihr Angreifer ist 1,67 und wiegt 80 Kilo. Er ist also viel größer und stärker als sie. Und so, sie versucht, sich selbst zu schützen. In the process, he gets killed. Sie versucht sich zu schützen und dabei wird er getötet. Sie geht sofort zur Polizei, daraufhin wird sie festgenommen. Als sie herausfinden, wer ihr Vater ist, wird entschieden, dass ihre Familie $11,000 zahlen muss, damit sie wieder freikommt. Aber nicht allein $11,000, sondern auch, dass sie ihrem Glauben an Jesus Christus abschwören sollen. Christen von Laos stellen sich der Unterdrückung und sehen, wie auch ihre übrigen bedrängten Glaubensgeschwister in Asien, die Verfolgung als Anlass für ihr Glaubenszeugnis.